Moin und willkommen zurück zu Satisfactory im Update 8. Und das letzte Mal haben wir schon so eine kleine schnuckliche KI-Begrenzeranlage aufgebaut. Und eigentlich wäre jetzt der nächste Schritt, dass wir sagen, wir brauchen die Supercomputer. Oder die würde ich gerne machen. Jetzt ist es allerdings so, vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir sagen, wir machen da vorne eine Tour. Und zwar, dass wir ein paar Festplatten holen, dass wir vielleicht eventuell die bessere Möglichkeit, und genau das machen wir jetzt auch. Ich brauche noch ein paar Computer. Ich würde gerne davor die Supercomputer noch freischalten, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Alternativrezepte bekomme, wenn ich das überhaupt noch nicht freigeschalten habe. Keine Ahnung. Deswegen machen wir das erstmal fix. Caterium. Passt. Gut. Jetzt ist die Frage, sollten wir davor noch schauen, dass wir die Jodfilter bekommen? Wir könnten es mal freischalten. Eigentlich brauchen wir es nicht. Nee, eigentlich brauchen wir es nicht, aber wir schalten es jetzt mal frei. Das werden wir schon überleben. Irgendwie. Was würde ich denn jetzt für Jodfilter brauchen? Hier. Gasfilter, Turbodraht, Alugehäuse. Eigentlich nicht viel. Ja gut, aber das lassen wir jetzt. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kleine Tour. Dieses Mal andersrum vielleicht. Ganz wichtig ist die Knarre. Wir haben Filter dabei. Ich habe genug Treibstoff dabei. Wir nehmen mal noch sicherheitshalber ein paar Rotoren mit. Und sonst sollten wir wahrscheinlich alles haben. Und Munition, klar. Rotoren sind... Ach, ganz da hinten. Gut. Und Munition, ganz wichtig. Ich würde sagen, wir gehen dieses Mal vielleicht hier so entlang. Einmal außen rum. Mal schauen, wie weit wir kommen. So, die Munitionsanlage ist eh auf dem Weg, das passt. Sonst habe ich eigentlich alles. Oder habe ich von irgendwas gar nichts? Nö. Schaut gut aus, oder? Ja. Wir kommen ja schon hin. Wir hatten schon ein paar Absturzstellen. Die konnten wir nicht öffnen. Ich meine, es gibt eine Mod, die zeigt mir an, wo was ich brauche. Die könnte ich mir mal runterladen, wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Also bei welcher Absturzstelle ich was brauche. Das wird mir angezeigt auf der Karte dann. Aber wir machen es ganz klassisch. Entweder mal haben wir Glück oder halt... echt. Gut. Also, wir brauchen auf jeden Fall einen Haufen Munition. Dann nehmen wir einfach mal alles mit, was wir da haben. Bis auf einen Stack. Dass wir ein bisschen Luft haben. So. Ich glaube, die erste Abschlussstelle ist schon gleich da oben irgendwo gewesen. Oder da hinten, die wir nicht geöffnet bekommen haben. Habe ich Sprengzeug dabei? Ja. Hier ist, glaube ich, nichts drunter. Das habe ich schon mal aufgemacht. Wo war die jetzt? Ob ich jetzt in den Sumpf reingehe, weiß ich nicht. Shit. Fuck. Habe ich schon wieder gut gemacht. Habe ich sehr gut gemacht. Habe ich sehr gut gemacht. So, wahrscheinlich greift mich jetzt irgendwas an und ich sterbe. Nee. Ah, dieses Mal habe ich auch ein paar Nüsse. Aber das war doch hier irgendwo. Servus. Du darfst jetzt nicht großartig mit mir kämpfen. War das nicht hier oben drauf oder war das da hinten sogar? Keine Ahnung. Wir werden sehen.
Hatte ich das letzte Mal keinen Gasfilter? Nee, oder? Ah, hier oben drauf. Aber da ist schon die... Der Strommast, da war ich schon. Es sind die respawned. Lächerlich. Lächerlich. Also gut. Ich würde sagen, wir pirschen uns mal in Richtung dahinter, also geradeaus. Und halten mal ein bisschen Ausschau. Hier habe ich mal Foundations gebaut. Gut, ich weiß, dass hier in diesem Krater auf jeden Fall ein paar Festplatten sind. Und auch ein paar Spinnen. Das wird jetzt eine ekelhafte Angelegenheit. Aber ich glaube, Alternativrezepte sind... Also die brauche ich jetzt mittlerweile. Jetzt ist die Frage, ich weiß, dass da hinten irgendwo eine Abschlussstelle ist. Hier in diesem Krater ist übrigens auch ziemlich viel Öl. So, Moment mal. Das Problem ist... nee, eigentlich müsste es gehen, oder? Kann ich die Biomasse-Generatoren auch mit den Biotreibstoff machen? Schon, ja. Habe ich letztes Mal, glaube ich, auch gemacht. Ja, doch, sollte schon gehen. Also mit den Kanistern. Das müsste eigentlich schon gehen. Gut, also hier müsste irgendwo eine sein. Eine Abschlussstelle. War sie zumindest mal irgendwann. Ja, ich dachte hier oben drauf. Gut, die lila Schnecke nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, ich bin so schlecht im Zielen. Hey, wo gehen die Schüsse hin? Dumm. Na, Mist. Ah, das ging. Okay. Also, Moment mal. Hier war irgendwo eine Abschlussstelle, das weiß ich. Ich dachte eigentlich hier oben drauf. Oder hier unten drunter. Aber vielleicht wurde das geändert, aber kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Warum sollten die das ändern? Oder hier unten drunter. Ah, hier hinten ist sie doch. Gut, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier ist Kohle, das ist wichtig. Wegen den Viechern. Tot. Nice. Ja, langsam vorpirschen. Da unten ist übrigens auch Gift. Was uns ja egal ist mittlerweile. Naja. Sehe ich schon. Das ist halt auch das Gute bei der Zielsuchmunition, einfach mal blind irgendwo hinballern und dann trifft man schon irgendwas. Die Position ist eigentlich gar nicht verkehrt. Hm, voll gut aus. Jetzt ist die Frage, was brauchen wir hier? 19 Megawatt, okay. Wenn ich jetzt den Schweberucksack anhätte,
müsste ich hier 119 Megawatt reinhauen, damit es funktioniert. Das ist so ein bisschen das Problem. Die nehmen wir gleich mal mit. Weil der Schwebedrucksack braucht ja, wie schon gesagt, 100 Megawatt. Und ich war ziemlich verwirrt mal deswegen, warum das nicht funktioniert hat. So, wir starten gleich die Festplatte. Und gucken, dass wir ein bisschen hochkommen, weil da hinten sind auch nochmal... Ich glaube, eine ist da hinten auf jeden Fall noch. Ah ja, genau. Und ich glaube, oben drauf ist auch nochmal eine. Die Waffe ist einfach geil. Da kann man sagen, was man will. 42 Megawatt. Ach, kommt schon, Leute. Oh, shit. Ich habe gar kein Eisen dabei. Moment mal. Okay, dann machen wir das so. Dann übertakten wir die. Also 75 Megawatt. Mehr werden wir nicht hinbekommen. Habe ich vorher vergessen, den Strommasten zu setzen. Shit. Eisenplatten wären cool. Hey, aber sonst liegt hier nichts rum, oder was? Egal. Also, ich glaube, oben drauf ist nochmal irgendwo eine. Hier ist übrigens der Steg. Da geht's zum Bauxit hinter. Und hier unten drunter, oder da hinten drin, da können wir auch mal scannen, müsste das ganze Öl sein. Obwohl hier sogar schon, ja. Und da unten drunter, ja genau. So, aber ich war der Meinung, dass hier nochmal irgendwo eine ist, aber nicht ganz sicher. Gelbe Schnecke mitnehmen. Hier drin wäre auch nochmal Öl. Ich glaube, dieses Öl da drin habe ich noch nie genutzt. Lol, da hinten, guck mal. Da hinten fliegt die Abschnittstelle. Kann aber sein, wenn ich jetzt näher rangehe, dass dann auf einmal noch irgendwie ein Baum oder so kommt, dass die da drin hängt. Hier ist nichts. Da unten sind schon mal ein paar... Ah, ja, genau. Genau, ich wusste es doch. 12 Tur... Ich habe kein Turbodraht. Muss ja sterben. Vor lauter Dummheit. Oh, das ist dumm. Habe ich vielleicht ganz zufällig ein bisschen Kriteriumbahn da? Also wir machen das jetzt so. Was soll's? Komm. Hier wäre normaler Draht. Dann kaufen wir jetzt mal schnell einen. Ist halt total doof wegen den Coupons. Kostet sogar zwei. Verbrecher. So, was schmeiß mal weg. Was soll's? Schwere modulare Rahmen, Computer, müssen wir gleich alles holen. Hier. Gut, dann haben wir hier schon mal einen Strommasten, das passt. Eisenplatten wären gut. 15 Stück immerhin. Inventar ist voll. Egal. Kabel, wichtig. Draht. Jetzt ist die Frage, gehen wir ein bisschen die Höhe ab? Also ich hole mir jetzt so blaue Schnecken, nicht alle gleich. Also ein bisschen hochgehen, damit ich Überblick habe, wäre vielleicht gar nicht verkehrt.
gleich mal ganz hoch. Ja, euer Gift stört mich nicht. Außerdem kann ich euch wegspringen. Ja, lasst mich in Ruhe. Ups. Das ist so ein fettes Schweinchen, was so viel aushält. Hier haben wir tatsächlich Uran. Ach, da oben ist auch noch mal eine. Oder täusche ich mich? Hier ist auf jeden Fall Uran. Aber keine Absturzstelle. Naja, komisch. Ah, hier ist eine. Ne, unbewacht, oder wie? Loser. Einfach so öffnen, das sind die besten. Hä? Und da war ich mit Sicherheit noch nicht. Das ist mir aber schon zwei, dreimal passiert. Komisch. Ne, da war ich auf jeden Fall noch nicht. So, hier sprengen wir mal. Ja, obwohl. Ne, hier war ich noch nicht, glaube ich. Ne, lila Schnecke, das lohnt sich schon. Danke. Ich weiß gar nicht, ob man von den Steinen Schaden bekommen kann. Sie berühren einen, wenn sie wegfliegen. Sie drücken einen auch ein bisschen weg. Aber ob ich Schaden bekomme, wenn man zu nah dran ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Noch die Knarre. Ist mir schon wieder alles zu gefährlich hier. Hier ist übrigens wieder dieses... wie ist das Erz? Ihr wisst schon. Zweifel entdecken. Heilige Scheiße. Sämerz, genau. Da freue ich mich schon richtig drauf, wenn wir dieses Erz ach, die haben geschossen. Wenn wir dieses Erz irgendwann mal... Junge, was ist los mit euch? Scharfschützen. Nochmal. Wenn wir dieses Erz irgendwann mal verwenden können. Ah, habt ihr den Stein gesehen? Die sind hier nicht mehr normal. Schießen die immer noch? Nee. Ja, und da unten ist das Gebiet des Todes. Hinten ist eine Abfallstelle. Übrigens sind... Na, ich brauche jetzt nicht kämpfen. Sind hier unten auch zwei Festplatten, die ich so gar nicht aufmachen kann. Dazu braucht man das Weihnachts-Event. Also einer bin ich mir ganz sicher, und zwar sind es die Überlagerungsquarzoszillatoren oder so. Und ich glaube auch, dass da unten die zweite Festplatte ist, die man nicht aufmachen kann. Hier oben ist auch eine. Drei von denen. Ach du Scheiße. Da werde ich jetzt Munition brauchen. Oder ich spreng die einfach weg. Ich glaube, das mit den Sprengen macht... Ach, du... Fuck. Hey, wo falle ich hin? Ich fall und fall und fall. Ja, Leute, und sonst so? Wiedereinstieg. Scheiße. Gut, also was haben wir dabei? Wenigstens ist es halt neuestem so, dass wir das ganze Zeug, was wir am Körper haben, behalten. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben sogar gütigerweise ein einziges Treibstoff einstecken. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal los, holen uns wieder Treibstoff. Scheiße. Ein Stack, das ist ja gleich hier. Holen uns ein Stack Munition.
War ich davor irgendwie Lowlife oder so? Also ich weiß, ich habe Fallschaden bekommen davor mal. Es war mir eine ganze Zeit her. Eigentlich müsste ich komplett alle Leben gehabt haben. Bin mir gar nicht mehr sicher. Alter, wie viel Schaden haben die gemacht? Ich denke mal, ein Stack Treibstoff sollte reichen, dass wir hinkommen. Und dann ist natürlich das andere, jetzt, wo genau liegt die Scheißkiste? Das Problem ist, das Gebiet ist ein bisschen, ich sag es mal, ja, kompliziert. Ah, komm, sicher ist sicher. Ja, ich habe zwei Kisten. Kiste, Kiste. Verwirrend. Ja, ich bin ziemlich lange nach unten gefallen. Ich bin... sehen wir es gleich. Scheiße. Ja, guck, was ist denn hier oben eigentlich los? Bärenparty oder wie? Nehme ich gleich mal was mit, kann ich gebrauchen. Voll das Nest. Ja, passt schon. Halt ein bisschen Anlauf. So. Ja, habe ich zwei. Habe ich vielleicht vorher irgendwas abgebaut und. Einen Treibstoffgenerator zum Beispiel. Treibstoffgenerator. Biomassegenerator und habe es verkackt. Habe es nicht gesehen, dass eine Kiste ist. Weil zu der Kiste, zu der ich jetzt hinfliege. Nicht schon wieder Fallschaden. Da ist meine Leiche auf keinen Fall. Normalerweise nicht. Oh Mann, ich muss erstmal meine Munition auswählen. Ich würde gerne mit ein bisschen Schwung, jawohl. Da oben ist übrigens eine lila Schnecke. Hier war ich auch. Ach so, hier war ich schon, aber die konnte ich nicht öffnen. Weil da erinnere ich mich noch dran. Weil da hat gefehlt Schwarzpulver. Naja. Mist. So, dann gehen wir mal ganz da hoch. Das wird jetzt eh wieder ein Drama. So, Drama, dass ich mein ganzes Inventar wieder aufgesammelt bekomme. Sterben sollt ihr. Also ganz ehrlich, wie soll man das oben mit einer. Oder. Oh, Fallschaden? Nee, nicht mal. Wie soll man das ohne Schusswaffe machen? Also geht mit Sicherheit, klar, logisch, aber. Kannst du jetzt bitte mal, danke. Und irgendwo. Ist das noch der Kleine, oder? Kann das sein? Nee, das ist auch tot. Passt. So, hier unten wäre auch eine Abschlussstelle, die habe ich vorher gar nicht gesehen. Das Problem ist natürlich, dass ich habe halt nichts mehr dabei. Wir könnten mal hingucken. Ich kann halt nicht mehr Strom machen. Nee, das macht keinen Sinn, weil einfach so öffnen. Moment, wir holen jetzt erstmal unser Zeug wieder. Das wäre da hinten. Es kann schon sein, dass ich da eine Kiste habe liegen lassen wegen dem Biomassegenerator. Aber ein Haufen Schnecken sind hier in diesem Gebiet wieder. Hier ist schon die nächste gelbe Schnecke. Also aktuell haben wir fast gar nichts. Fünf.
Also eine lila Schnecke, 5 Energiefragmente. Das heißt, Priorität hat jetzt schon wieder mein Zeug einzusammeln. Übrigens kam eigentlich eine Meldung, dass die Forschung fertig ist. Also irgendwie... Also selbst wenn es jetzt da unten bloß eine Kiste ist, zum Abreißen, so wie es ausschaut, ja, hole ich mir die trotzdem, weil das ist ja super nervig. Aber ich sehe sie nicht. Ach doch, da. Treibstoff. Hey, wie kommt er? Ach so, ja klar, doch, passt schon. Weil ich habe Treibstoff in den Biomassegenerator rein. Okay, passt. Was man nicht alles macht. So, jetzt gehen wir hoch und dann geht's ab zur nächsten Abstellstelle. Und die wird richtig ekelhaft, glaube ich. Die wird so richtig ekelhaft. So richtig... Ach. Vor allem, was waren das für Viecher? Also ja, ich kenne die. Und ich weiß auch, dass sie viel Schaden machen, aber dass sie mich gleich so aus dem Leben nehmen, dass alles zu spät ist. Jetzt wird es auch noch dunkel, kann das sein? Cool. Ah, richtig geil. Ah, oh, geil. So. Diese Richtung... Ja, gar nicht mehr so weit. Ja, stimmt, das war da hinten irgendwo. Da oben drauf war die Abfallstelle, glaube ich. Da gehe ich auf jeden Fall gleich nochmal hin. Also das kann ich mir nicht bieten lassen. Hier ist übrigens auch noch meine lila Schnecke. Allerdings ist da Uran. Ja, wie mir. Aber ich gehe da jetzt nicht hin. Ich will jetzt erstmal meine Kiste haben. Ach nö. Ach nö. Habe ich Beton? Oh, ich bin so dumm. Ich hätte wenigstens ein bisschen Beton mitnehmen können, dass ich mich irgendwo hinbaue. Das ist natürlich jetzt das absolute Ekelgebiet. Das war bloß ein Schmetterling. Keine Angst. Aber da, wo mein Fadenkreuz ist, in der Mitte, das hier, entweder ist es ein Stein. Ja, ist es auch. Es müsste hier irgendwo sein. Es ist die Frage, spawnt die Kiste oben oder unten? Aber eigentlich... Eine Meteranzeige wäre gut. Ja, ich finde sie auch nicht. Genau deswegen hatte ich diese... Oh Gott, zwei von diesen Arschlöchern. Und ich weiß, dass sie springen können, die Wichser. Sagt man natürlich nicht. Genau deswegen hasse ich dieses Gebiet. Ah, wir kommen hier hin. Und nein, wir schalten das nicht aus. Da hinten springt die nächste. Einfach blind runterschießen. Wir sind beide tot. Hehe, Idioten. Ah, ich sehe meine Kiste. Wir müssen ganz kurz mal ausspähen, ob da noch irgendwas ist. Ich höre es doch schon. Es war aber irgend so ein Schweineviech. Lass mich. Alter. Ja. So, Moment mal. Sammeln. Jetzt habe ich natürlich Kunststoff und Gummi weggeschmissen, weil ich hektisch und schnell war. Dumm eigentlich, weil wahrscheinlich könnte ich es jetzt brauchen für eine Festplatte. So, Moment mal. Also. Nee, es wird wieder hell.
Okay. Wo war jetzt die Abfallstelle? War die über mir? Oder war die da oben drauf? Wir werden es rausfinden. Die war da oben drauf, glaube ich. Ich stelle mich auch manchmal an wie der erste Mensch. Das ist unglaublich. Das war bis jetzt noch keine gute Ausbeute. Übrigens, Ausbeute. Was ist eigentlich... Oh, ich höre doch schon wieder irgendwelche Idioten. Was wollt ihr denn von mir? Die habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, deswegen haben die mittlerweile auch so ein bisschen eine Tarnung bekommen. Was ist eigentlich mit der Forschung los? Da schauen wir auch gleich mal. Ich mach das hier. Und die nächste Festplatte. Da ist auch schon wieder einer. Sag mal, war hier irgendwo ein Nest? Gut, umgefallen. Naja. Warum hocken eigentlich da oben auf dem Plateau Spinnen? Das hat ja eigentlich nicht mehr ganz. Aber die lila hinten ist auch eine Festplatte. Und alles voller Gift. Eigentlich müssten theoretisch. Das haben die da irgendwo einen Sack ausgeschüttet? Müssten die Spinnen auch sterben im Gift? Theoretisch. Ja, ihr seht schon, wir sind im Sumpfgebiet. Wie trist das wird von den Farben her. Aber das ist nicht da, wo ich war. Ich war da oben drauf. Das heißt, oben ist auch eine lila Schnecke. Okay. Ja, genau. Diese Arschlöcher da oben waren das. Das stimmt schon wieder viel zu viel. Zielsuchmunition war auch mal besser. Ja, ich hätte von links beschossen. Das ist ja wie... Leute, ich spiele ja keinen Call of Duty, ja? Von links und rechts werde ich ja beballert. Mit einem nach dem anderen rausnehmen, hä? Ja, er springt halt auch gleich. Ja gut, wegen mir. Autosave ist jetzt ganz fatal. Geht. Ich hoffe, dass der unten jetzt unten bleibt oder unten gestorben ist und nicht wieder hochspawnt. Aber schon krass, wie lange ich jetzt mit dem Treibstoff in der Luft bleiben konnte. Einfach öffnen. Naja, gut. Der ganze Scheiß für sowas. Das ist jetzt schon die zweite Festplatte, wo nichts drin ist. Entweder ist es ein Bug. Jetzt habe ich natürlich den Gummi weggeschmissen. Entweder ist es ein Bug oder keine Ahnung. Das ist halt super ärgerlich. Weiß auch nicht, was es ist. Aber Moment mal, wir schmeißen mal das hier weg. Wenn ich schon so viel töte und ich da liege, dann nehmen wir die Überreste ein bisschen mit, weil die können wir ja noch gut gebrauchen. Ja, der andere ist weg, was soll's. Aber das ist ärgerlich. Also da drüben ist noch eine lila Schnecke. Also die Ausbeute ist noch nicht gut gewesen. Bin ich ehrlich. So, wo war jetzt die andere Festplatte, die ich gerade eben gesehen hatte? Ach, da hinten. Glaube ich zumindest. Ah, und das so ein Uranschweinchen. Das heißt, ich mache hier mal ganz kurz ein Päuschen. Tja, ich habe Munition bis zum Umfallen, du nicht.
Alter, hat er einfach Verstärkung gerufen. War noch gerade eben nicht da. Es werden immer mehr. Dieses Gebiet ist einfach aus der Hölle. Bist du da tot da hinten? Ja. Gut, hier haben wir Uran, da haben wir leider keinen Schutz dagegen. 200 Megawatt, nee, das ist mir jetzt zu viel. Da bräuchte ich ja 8 Anlagen oder so. Oder 3 übertaktet. Nee, nee, das machen wir nicht. Weg da. Scheiße. Da ist auch Uran, schön. Ich futter mich mal ganz kurz voll. Gift. Aber hier ist eine Schnecke, eine Lila-Schnecke, die nehme ich mit. Also wenigstens haben wir ein paar Schnecken bekommen, das ist schon mal gut. Hier wäre auch nochmal eine. Mit Gift, das ist kein Problem. Aber von oben schaut das Gebiet echt cool aus. Aber wenn man runter geht, dann hat das so einen Farbwechsel, dann ist es alles noch schwarz-weiß und das ist dann massivst ekelhaft. Was ist hier oben drauf? Oh! Was haben wir denn hier gefunden? Das war jetzt der reinste Zufall. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 4 Festplatten gefunden. Naja, immerhin 4 Stück. Also eine haben wir schon aufgemacht. Eine läuft und 2 haben wir noch. Und wir haben leider auch 2 Abschlussstellen gefunden, wo nichts drin war. Die Frage ist, ob das normal ist oder... Oh, da hinten ist auch nochmal eine. Ich vergesse die ganze Zeit, ich Dummkopf. Jawohl. Gegen Ende wird's ja nochmal. Die Strommasten zu setzen, damit ich weiß, dass ich hier schon mal gewesen bin. Eisenplatten wären gut oder irgendwie sowas. Motoren, ja, was soll's. So, Moment mal, wo bin ich denn überhaupt? Mal ganz kurz die Karte aufmachen. Hier. Ja, okay. Oh, da hinten ist es doch schon ganz verschwommen. Das heißt, wir machen jetzt mal ganz kurz einen Zwischenlander in den Baum drin. Oh. Ja, nee, klar. In dem Baum sind solche Sachen drin. War das nicht die Stelle hier, wo bewacht wurde durch eine mit 3. Baum? Scheiße. Und weg. Moment mal. Da drüben war das. Wenn ich mich jetzt auf diesen Baum da drauf sneake ein bisschen. Ist hier irgendwas? Puh. Nee. Ich glaube, ich treffe. Ich sehe halt gar nichts. Strahlung, okay, die sind in der Nähe. Oh, hier ist sogar eine gelbe Schnecke. Nicht schlecht. Servus. Ihr könnt ja nicht schießen, oder? Nee. Hey, aber hat der jetzt den runtergekippt? Das habe ich vorher schon mal gesehen. Sind die dumm? Doch, die können schießen. Aber der ist jetzt leider Game Over. Und hier ist auch noch Strahlung. Das war das Schweinchen. Tür öffnen.
Sehr gut. Eieiei, also wir haben jetzt dann tatsächlich noch in den letzten 5 Minuten, wenn man so will. Ich glaube, 3 Festplatten waren es gefunden. Das rettet jetzt die Folge so ein bisschen, muss man sagen. Davor haben wir hart reingeschissen. Ach du Kack, was bist denn du? Du bist ein eine Strahlungsspinne. Die hat aber nicht viel überlebt. Hey, ist die jetzt geplatzt? Ist sie dumm? Naja. Ja, aber ich da unten reingehe, klar. Natürlich. Schaut sehr einladend aus. Bin ich denn jetzt überhaupt? Ja, das passt schon. Ich bin jetzt hier. Moment mal. Ja, mehr oder weniger quasi auf der anderen Seite von dem roten Bauxitfeld. Also, Moment mal. Ich würde sagen, wir schauen uns auf jeden Fall jetzt die Forschung noch an. Das macht Sinn, oder? Funksteuerungssystem. Ja. Die nächste schmeiße ich jetzt noch nicht rein. Wir haben jetzt noch, wie viel? 4 Stück. Die nächste schmeiße ich dann rein, wenn wir das nächste Mal aufnehmen. Also wenn ich das nächste Mal aufnehme. Also quasi morgen. Ah, hier drüben ist ja schon mein Steg. Sehr schön. Aber ich weiß noch, wie vorsichtig ich bei diesem Gebiet war, wegen den ganzen Spinnen und alles Mögliche. Das ist ja ein Schlaraffenland hier im Vergleich zu dem, wo ich gerade herkomme. Ja, genau, hier haben wir übrigens noch so viel Bauxit, also das passt schon. Und noch Kohle. Aber Festplatten habe ich hier in dem Gebiet überhaupt gar keine gesehen. Klar, die eine, die wir vorher geholt haben, oder damals geholt haben, da oben drauf, die hier. Aber sonst. Gar nichts. Gut, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, was wir haben. Wir haben jetzt wieder, also ich hatte ja letztes Mal gesagt, wir machen bei 15 Energiefragmenten, machen wir einen kurzen Stopp. Das waren 3 lila Schnecken. Das heißt, wir haben 7 lila Schnecken gefarmt, 6 gelbe und insgesamt waren es, glaube ich, 6 oder 7 Festplatten. Ist okay, ist okay. Gut, Leute. Dann würde ich sagen. Die sind auch wieder respawned. Ihr seid ihr alles Schlawiner. Egal. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.